Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von EEP. In der letzten Folge habe ich ja mal meine Zugverbandszusammenstellanlage gezeigt. Und in der vorletzten Folge habe ich den absoluten Rage-Modus gehabt. So dass es sogar wohl Beschwerden aus der Nachbarschaft gab. Oder besser gesagt Fragen, warum ich so auf einmal so laut rumgebrüllt habe. Ausrasten wegen einem Computerprogramm. Also das hatte ich eigentlich auch noch nie so richtig gehabt. Ich glaube, beim letzten Mal war ich einfach nur verzweifelt. So, ich habe jetzt ein anderes Problem festgestellt. Und zwar nennt sich dieses Problem Schattenbahnhofssteuerung. Ich brauche noch eine sogenannte einen Wiederholer. Das heißt, aber was heißt das, um genau zu sein? Dieser Wiederholer soll überprüfen, ob ein Zug ausgefahren ist. Ist kein Zug ausgefahren, so soll er nochmal den Befehl geben, einen weiteren Zug rauszuschicken. Kann ich ganz einfach regeln. Dazu brauche ich einen... Brauche ich dafür einen Steuerkreis? Ich brauche einen Steuerkreis. Das so viel steht schon mal fest. Ich brauche einen neuen Steuerkreis. Auch wenn er sich jetzt hier überlagert, mir egal. Und zwar soll dieser nach eine Überprüfung anstellen, ob jetzt ein Zug rausgefahren ist oder nicht. Lässt sich dann auch recht einfach realisieren. Dazu brauche ich noch ein Zählersignal. Setze ich einfach mal hier hin. Minus 50. Habe ich ihn eigentlich hier immer verwendet? Nur Schienen. Egal. Ein einfaches Zählersignal mit einer Checkbox. Oder mit Rot oder Grün. Wäre sogar in dem Fall besser. Das müssen wir dann nochmal auf der anderen Seite machen. So, und jetzt kommen wir zum grundlegenden Teil. Indem ich hier noch eine Ampel eingebaut habe. Das Ding auf Halt gesetzt habe. So, ich mache jetzt hier mal die Ansicht für alle Kontaktpunkte aus. Und zwar wird dieses aktiviert nach dem Passieren dieser Stelle hier. Wird es auf grün gesetzt. Und der Überprüfer hier wiederum wird mit, was wäre eine geile Verzögerung, ich sag mal 60 Sekunden auf Fahrt gesetzt. Und wiederum dieses, Moment mal, gut halt. Oh, nö, jetzt habe ich es gerade gelöscht, scheiße. So, nun baue ich hier noch zwei Kontaktpunkte ein. Und zwar, wenn das Signal auf Rot ist, soll er nochmal auf Fahrt gehen. Ist es wiederum auf Grün, bleibt es nochmal auf Halt. Alles wäre dann bloß noch eine Wiederholung für diesen Schaltzustand. Kommt nochmal hier zurück. Anhalten. Nein, nein, andere Richtung, andere Richtung. So, jetzt bedarf es noch einem weiteren. Kontakt. Aber erstmal einem Schaltauto. Nein, das mache ich nicht. Gleise ich hier auf. Müsste eigentlich auch anhalten. So, jetzt bin ich noch am Überlegen. Wenn das hier auf grün geschaltet wurde, folgt dann eine Abschaltung nach Passieren des Zugschlusses, Zeitverzögerung 60 Sekunden, nach Passage des Zugschlusses, dass das Ding wieder auf rot gesetzt wird. Jetzt haben wir hier so einen Fall. Das Ding ist auf grün gesetzt. Jetzt müsste der hier losfahren. Passiert nichts. So,
Jetzt wird das Ding auf Rot gesetzt. Eigentlich müsste es ja dann anhalten. Es gibt eine erneute Überprüfung. So, jetzt kann ich auch den Haltkontaktpunkt noch einsetzen. Moment, brauche ich eigentlich nicht. Der wird ja von hier aus auf Halt gesetzt. Kleiner Denkfehler meinerseits. Och nö, jetzt geht der Bug wieder los. Oh, wieso ist das Ding auf hart gesetzt? Es kann auch wieder nicht wahr sein. So, da hat man jetzt einen kleinen Fehler gehabt. Jetzt kann ich das ja mal überprüfen, ob es noch funktioniert. Oh, ich glaube, die Schaltzeit hierfür. Moment, für die Signal hier. Oh ne, doch für das Signal hier. Kann ich da irgendwo getrost drunter sitzen auf 30 Sekunden. So, jetzt erfolgt eine Prüfung. Scheint also so zu funktionieren, wie ich es mir vorgestellt habe. Hat ja auch nur ungefähr die halbe Folge gedauert, um das Ding einzurichten. Gut, hier auch gleich dann der Regionalbahn, Regionalexpress, was auch immer, einfahren. Wäre jetzt geil, wenn die hier parallel einfahren würden. Machen sie sogar. Okay, das nutze ich als Vorlage für ein Thumbnail. Moment schon mal. Andere Idee. Nehmen wir mal hier, Fauna. So, mal sehen, was haben wir denn hier? Futterbad. Muss ich dann mal nachschauen, wie hoch hier der Bahnsteig eigentlich gesetzt ist. Werde ich gerade nicht laut raus. Ich sag jetzt mal einen Meter. Okay, der steckt noch im Boden fest. 1,26 Meter. Oder ist es schon zu hoch? Ja, ist so hoch. 1,20 Meter. Jetzt steht auf dem Boden der Tatsachen. Jetzt ist genial, ich kann den jetzt zum Beispiel so drehen, dass er eigentlich auf das ausgerichtet ist. Halt auf das, was er fotografieren will. Man muss hier noch die gesamten Sicherheitsmarkierungen noch einbauen. Und eigentlich dürfte er hier nicht hinten noch nicht stehen, weil eigentlich war der Bahnsteigschluss hier bereits ein Stück weiter davor. So, ist zwar hier der Parkplatz hier am Automobilzulieferer weg, aber na gut.
ich sehe es mal anders. Ich wollte das Ding sowieso nochmal überarbeiten. Von daher. Keine Ursache. Also, ist ja auch nicht schade, dass das Ding weg ist. Wie gesagt, wollte ich halt überarbeiten. Ich war jetzt mit dem, was ich halt in der vorletzten Folge gebaut habe, eigentlich nicht so zufrieden. Weil es war einfach Murks. Was ich da eigentlich zusammengebaut habe. So, jetzt baue ich hier noch dasselbe hier auf. Fahrt mit 30 Sekunden Verzögerung. Und hier auf Halt setzen. Brauche ich das Zählersignal. Zählersignalaktivierung von hier aus. Grün, Zögerung 30 Sekunden. Muss ich natürlich andersrum einbauen. Und hier kurz vor Schluss. Zugschluss auf Rot mit einer Verzögerung von 60 Sekunden. Ist eigentlich ein recht simples System. So, nun gibt es halt noch die beiden Überprüfungskontaktpunkte. Nennen es jetzt mal Überprüfungskontaktpunkte. Die 328 ist auf Rot, dann Fahrt. 328 Grün, dann Halt. Habe ich die jetzt auch richtig eingestellt? Ja, habe ich. So, jetzt brauchen wir bloß noch dort ein Schaltauto einsetzen. Ich könnte natürlich auch die Lücken auffüllen, aber dann klappt das ja mit dem Wechsel einiger Züge in andere Schattenbahnhöfe auch nicht so wie geplant. What the hell? Ich wollte doch hier kein... Na gut, da habe ich wohl einen kleinen Fehler noch gehabt. Bug. Du fährst mal wieder zurück. So war das eigentlich nicht geplant. Kann ich bloß hoffen, dass das Ding hier nicht ausgelöst wurde. So hat doch was gebracht, das Ding hier einfach mal auf das Zählersignal hier auf grün zu setzen. So, da fährt der Regionalexpress aus. Ja, die Brücke hier muss ich auch noch machen. Also es gibt ja noch so einige Baustellen, deswegen wäre es schade drum, wenn ich die Anlage speichere. Ich werde es mal versuchen, dass ich dann OBS dann nach der Aufnahme direkt schließe. Ob es funktioniert, werden wir dann sehen. Sollte ich in der nächsten Folge wieder einen Wutanfall bekommen. Jetzt warten wir noch, bis der Zug dann im Schattenbahnhof eingefahren ist. Und vielleicht sogar schon bereits den nächsten dann rausgeschickt hat. Hier könnte ich eigentlich schon bereits ein paar Güterwagen zur Zugstaltung mal hinstellen. So, DB-H. Da gab es jetzt noch ein neues Set dazu, das muss ich mir mal irgendwann mal kaufen. Oder werde ich mir irgendwann kaufen, müssen muss ich es nicht. So, wo war jetzt... Muss eigentlich hier sein, die Entladestelle, genau. So, gab es nicht noch welche, die speziell für die Automobilindustrie entwickelt waren? Den dazu. Verbindung mit diesem hier. Da gab es jetzt halt noch eine Erweiterung um die Deutsche Bahn-Variante.
und eine Variante Altrealien. So passt er hier noch mit dran. Der passt doch. Gibt halt noch andere Wagen, aber das sind so die geläufigsten, die für Autoteile genommen werden. Mitunter steht es halt dran, wir fahren für Volkswagen und Audi. So, hat er jetzt einen Zug rausgeschickt? Oder ist er jetzt erstmal in diesen Fehlermodus gegangen, den ich hier mit eingebaut habe? Ja, er ist wieder in den Fehlermodus gegangen. Das heißt, er wird dann gleich wieder einen rausschicken. Wegen fehlender Auslösung. Oder es wird gleich noch erstmal einer ausgelöst werden. Wenn ich hier alles richtig gemacht habe. Aber wird hier gleich wieder den einen rausschicken. Habe ich die Verzögerung ein bisschen zu groß angelegt, oder wie? Klar, ich habe hier das Signal Ach, jetzt weiß ich, woran der Fehler liegt. Da fehlt ja noch was. Der Einschaltkontaktpunkt, den habe ich ja versehentlich ja mitgelöscht. Dann, ja, was nehmen wir denn da? Nö. Schick ich einfach mal den ICE-1 raus. Das ist doch ein IC1, ne? Ja, ist ein IC1. IC2 habe ich hier überhaupt einen? Ne, es sind zwei, beides IC1-Züge. Und dann werde ich mal nachschauen, auf welche Strecke der den dann schickt. Dann normal oder andersrum? Ne, normal. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Schattenbahnhöfe bei mir schicken irgendwie immer nur einen denselben Zug raus. So, den setze ich mal ein Stück zurück. Okay, der war ein bisschen zu weit. Ist das ein bisschen zu nahe dran? Moment, Pause. Ich nutze einfach mal noch was anderes. Andere Perspektive für ein Thumbnail. Werde ich dann sehen, ob es was geworden ist. Bräuchte man hier noch, wenn der vorbeifährt, dass es man dann zum Beispiel das Auslösen der Kamera hört. Das wäre dann noch was. So, aber ich habe jetzt erstmal wieder eine dezente Überlänge produziert.
Jetzt beende ich erstmal an der Stelle die Folge. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder zuschalten würdet. Sofern das mit dem Speichern auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Doch, hier scheint irgendwie immer die Lok zu fehlen. Seltsam. Egal, aber in dem Sinne halt tschüss und bis zur nächsten Folge von EEP.